Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Transgender, Weihnachten, das ist auch die Zeit der Dankbarkeit. Demut ist das Zauberwort, sich über die kleinen Dinge freuen. 2018 geht zu Ende, das heißt, wir haben die Hälfte der Amtszeit von Donald Trump geschafft, ohne einen einzigen Weltkrieg. Und dabei sind doch alle guten Dinge drei. Das ist mir einer für Opa. Okay, überhaupt. Man übersieht doch bei all den billigen Trump-Witzen, welches profunde Allgemeinwissen dieses Meerschweinchen mit dem Gedöns als Frisur hat. Ja, frag ihn irgendwas, die Antwort ist immer lustig. Ja, ja. Wenn in Kalifornien der Wald brennt, dann denkt der doofe Laie, oh, siehste, Klimawandel. Ein Donald dagegen erkennt sofort das wahre Problem. Im US-Forst wird viel zu wenig gefegt. You gotta take care of the floors, you know, the floors of the forest, very important. I was with the president of Finland and he said, we have a much different, we're a forest nation. And they spend a lot of time on raking and cleaning and doing things and they don't have any problem. Ja, komisch, dass sich da der finnische Präsident nicht wirklich dran erinnert, solche Tipps jemals gegeben zu haben. Aber Hauptsache, in Kalifornien wird es jetzt täglich mal, wird durch den Wald gefeudelt, durchgesaugt. Na sicher, wir sollten uns alle vor der Fleißbiene Trump verneigen. Er macht so viel. Handelskriege anzetteln, Schweigegeld für Pornostars zahlen, Einwandererkinder in Käfige sperren. Wie schafft er das nur ohne Burnout? Ja, plus natürlich dieser dolle Frieden mit Nordkorea. Wobei es da auch eine brenzlige Situation gab, die um ein Haar einen Atomkrieg ausgelöst hätte. Achten Sie hier mal auf Kim Jong-uns Gesicht. Getting a good picture, everybody, so we look nice and handsome and beautiful. Perfect. Yeah. Der guckt doch, als hätte der arme Kim Jong-un erst in diesem Moment erfahren, hör mal, ich bin ja fit. Hatte ihm vorher niemand gesagt. Kim Jong-un und Donald Trump, die Romanze des Jahres, ein wahrer Traumbums. Und dafür gibt's von der Heute-Show nicht einfach irgendeinen Vollpfosten. Nein, es gibt den Fullpfosten in Love. Herzlichen Glückwunsch, Mr. President. Das ist dein Lied. Irgendwo unter deinem Schals zu ist was durchgeschmort und tut ganz sicher weh. Von Kim Jong-un total verarscht, die ganze Welt lacht über dich. Oh Donald, oh Donald, oh Donald. Vielleicht löst dieses Grundproblem in nächster Zeit ja die Natur. Denn du bist sehr alt. Doch bist es mal so weit ist, leiden wir unter. Zuhälter Vladimir.